Ja, hallo, einen schönen guten Morgen hier vom Wiener Heldenplatz zum Nationalfeiertag 2018, den Patrick Fischer und ich heute hier begleiten werden. Es geht gleich los. Patrick, ich glaube, der erste Programmpunkt schon sehr, sehr interessant. Der Bundespräsident hat schon Aufstellung bezogen. Was gibt es denn zu sehen? Na, aktuell steht einmal dort die Garde. Es wurde gerade auch die Bundeshymne gespielt. Der Alexander Van der Bellen wird als Oberbefehlshaber jetzt den Kranz niederlegen für die Gefallenen des Ersten Weltkriege. Das waren ja einige der tödlichsten Konflikte in der Geschichte, das sollte man nie vergessen. Um 9.30 Uhr folgt dann das Gleiche mit der österreichischen Bundesregierung. Die werden hier auch gedenken. Und spätestens ab 10 Uhr läuft dann das große Programm am Heldenplatz und in vielen anderen Standorten in der Wiener Innenstadt. Und da gibt es viele spannende Dinge zu sehen. Was freust du dich am meisten? Vieles natürlich die Leistungsschau des Bundesheeres, die ist immer das ganz, ganz große Highlight hier am Heldenplatz. Wir werden wieder viele Panzer sehen, werden viele Flugzeuge sehen, vielleicht die ein oder andere Gulaschkanone auch für die vielen Gäste, die hier natürlich beim Heldenplatz mit dabei sind. Aber auch viele Ministerien haben am heutigen Tag geöffnet und auch zahlreiche Museen laden die Besucher nicht nur hier am Heldenplatz, sondern in ganz Wien ein, hier teilzunehmen. Mit dem Recht und auch mit der Verfassung nicht so vertraut sind. Ja, in der Verfassung ist ja die Neutralität auch groß festgeschrieben und jetzt kommt die Regierung gleich vorbei. Die wird jetzt an uns gleich vorbeischreiten, angeführt natürlich vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diese Kranzniederlegung ist in diesen Momenten zu Ende gegangen und jetzt werden sich die Regierungsmitglieder von der Krypta wieder über den Heldenplatz hinaus begeben. Begleitet natürlich von vielen Blicken hier der Zuseher. Ein bisschen dauert es noch, ja. Und jetzt gehen sie diese Krypta hier hoch, gehen nicht an uns vorbei. Man sieht das Ganze auch im Hintergrund natürlich ein bisschen. Ich darf Ihnen mehr als 1000 Rekrutinnen und Rekruten vorstellen, die aus ganz Österreich kommen und heute angelobt werden. Sie vereint die Bereitschaft, sich mit allen ihren Kräften für die Republik Österreich und ihre Bevölkerung einzusetzen. Dazu werden Sie verschiedenste Tätigkeiten im Bundesheer übernehmen. Es freut mich, den Bundeskanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz, in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Mein Willkommensgruß gilt dem Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport, Heinz-Christian Strache. Mit großer Freude begrüße ich den Bundespräsidenten Außerdienst und ehemaligen Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheeres, Dr. Heinz Fischer. Ich darf alle Mitglieder der Bundesregierung begrüßen und ganz besonders den Bundesminister für Landesverteidigung, Mario Kunasek, in unserer Mitte willkommen heißen. Einen herzlichen Willkommensgruß entbiete ich dem Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien, Dr. Michael Ludwig, und mit ihm allen Vertretern der Politik und der Verwaltung der Stadt Wien. Ein besonderer Tag. Es ist ein besonderer Tag für 1021 Rekrutinnen und Rekruten, die mit dieser Angelobung einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Und ich kann Ihnen garantieren, die nächsten Monate werden in Ihrem Leben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es wird nicht immer angenehme Situationen geben. Es wird manchmal vielleicht kalt sein, wenn Sie Dienst tun. Sie werden bei manchen Manövern an die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit gehen. Aber Sie werden sehr viele schöne Erfahrungen mitnehmen aus dieser Zeit. Kameradschaft, Teamgeist, Eigenschaften, die man im Berufsleben, im Privatleben auch in Zukunft brauchen wird. Und das österreichische Bundesheer ist wichtiger Teil unserer Republik, unserer Gesellschaft. Und Sie, Rekrutinnen und Rekruten,
werden in den nächsten Monaten Teil dieses österreichischen Bundesheeres sein. Und sie werden ein Leben lang das österreichische Bundesheer unterstützen, weil sie wissen, wie wichtig das Bundesheer für unser Land, für unsere Gesellschaft ist. Für mich ist es eine große Ehre und Freude, an diesem wohl besonderen Tag für viele, die heute hier sind, anwesend zu sein und ein paar Wörter an Sie richten zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Nationalfeiertag ist für uns Österreicher ein großer Tag. Wir erlangten am 26. Oktober 1955 unsere Souveränität wieder und bekannten uns zur immerwährenden Neutralität. Deshalb sage ich ja, wir brauchen ein starkes Bundesheer, das in der Lage ist, auf die modernen Bedrohungen unserer Zeit die richtigen Antworten zu geben. Ob das im Einsatz im Ausland ist, wo wir vor unseren Toren dafür sorgen, dass wir Sicherheit exportieren, um nicht Unsicherheit zu importieren. Ob das im Inland ist, wo das österreichische Bundesheer immer dann zur Stelle ist, wenn die Österreicher Schutz und Hilfe brauchen. Österreich ist frei. Mit diesen Worten verkündete Leopold Figl seinerzeit einer begeisterten Menschenmenge die erfolgreiche Unterzeichnung des mühevoll errungenen Staatsvertrags. Dieser verpflichtete uns auch zur immerwährenden Neutralität. Und diese immerwährende Neutralität ist für uns heute eine Selbstverpflichtung, eine verfassungsrechtliche Selbstverpflichtung und ein hohes Gut, das wir schätzen gelernt haben. Und ich möchte daher gerade an diesem Nationalfeiertag, wo auch am 26. Oktober 1955 der letzte Besatzungssoldat unsere Heimat Österreich verlassen hat, gerade an diesem Nationalfeiertag, der ein Tag der Freiheit ist, möchte ich allen Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheers dafür danken, dass sie uns nicht nur heute einen festlichen Rahmen bieten, sondern auch ein Zeichen ihrer Bereitschaft heute auch zeigen, diese, unsere österreichische Neutralität, Freiheit und Demokratie zu schützen. Wir feiern heute auch unsere Heimat. Und Heimatliebe steht nicht im Widerspruch zu unserem Beitrag im Rahmen der Europäischen Union. Und wir haben ja zurzeit den Vorsitz inne unter dem Leitspruch ein Europa, das schützt. Und es geht um den notwendigen Schutz der Außen- und Innengrenzen. Und es geht darum, Sicherheit, Autonomie, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit auch zu wahren. Denn wir können. Wir feiern heute unseren Nationalfeiertag, den Feiertag der Neutralität und der Freiheit unseres Landes. Nach 10 Jahren der Besetzung wurde Österreich endlich frei. Wir feiern heuer auch das Jubiläum der Gründung unserer Republik vor 100 Jahren. Doch geboren in Angst, Hunger und Selbstzweifel, sollte das erste Kapitel der Demokratie in Österreich ein baldiges Ende haben. Der Erste Weltkrieg hatte die Menschen und auch die Politik verrohen lassen, und so begann nach einer kurzen Phase des Aufschwungs die Zeit der politischen Extreme in unserem Land. Das führte in den 30er Jahren zum Untergang der Demokratie in Österreich und wenig später zu Gewalt, Krieg und der Shoah. Jede Generation muss sich Frieden, Freiheit und Wohlstand immer wieder neu erarbeiten. Gerade im heurigen Gedenkjahr müssen wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir an unser Österreich glauben und dass wir es auch zusammenhalten und dass wir einander mit Respekt und vor allem auch Wertschätzung begegnen. Ich möchte daher heute allen danken, die täglich unserem Land dienen, um sich für Frieden, Freiheit und Wohlstand einzusetzen. Ich möchte vor allem
den österreichischen Rekruten danken, die heute angelobt werden. Das österreichische Bundesheer ist der Garant für unsere Neutralität und auch dafür, dass wir den Frieden in Zukunft aufrechterhalten können. Und ich möchte heute genauso allen danken, die täglich fleißig zur Arbeit gehen, die in der Familie Arbeit leisten, indem sie Kinder erziehen oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Und natürlich allen jenen danken sagen, die sich in den unterschiedlichen Organisationen freiwillig für andere in unserer Gesellschaft engagieren und ihren sozialen Beitrag leisten. Ihnen allen wünsche ich heute einen schönen nationalen Feiertag und bedanke mich bei jedem Einzelnen, den er als Beitrag in unserer Republik leistet, damit wir auch in Zukunft noch in Friede, Freiheit und Sicherheit leben können. Ein Dank dem österreichischen Bundesheer. Hoch lebe unsere Republik Österreich.